Herzlich willkommen zu einem Screencast über die App Stuff. Stuff ermöglicht es euch einfach, die Inhalte von eurer Zwischenablage zu organisieren. Viele Leute arbeiten heutzutage mit Copy and Paste, um relativ einfach Inhalte woanders zu übernehmen. Ich zeige euch das hier mal an einem Wikipedia-Artikel. Diesen möchte ich jetzt hier kopieren, wähle den Text aus und drücke Command-C, um es in die Zwischenablage hinzuzufügen. Da ich diesen Text jetzt in einem Artikel verwenden möchte, weil ich auch eine Überschrift brauche und ich natürlich auch viel zu faul bin, diese Überschrift selbst einzugeben, wähle ich meine Überschrift, die ich gerne haben möchte, selbst aus und kopiere die auch in die Zwischenablage. Gut, wechseln wir jetzt mal zu meinem Artikel rüber. Und hier ist das Textfeld, wo ich was reinschreiben möchte, nämlich den Artikel. Jetzt füge ich das hier einfach ein und merke, jetzt habe ich ja die Überschrift in der Zwischenablage und gar nicht mehr den Text. Das ist natürlich unpraktisch, jetzt muss ich wieder rüber wechseln, dann den Text wieder kopieren, wieder hier rüber wechseln. Das ist natürlich sinnlos, ich mache die Eingabe jetzt erstmal wieder rückgängig. Und hier oben ist dieses kleine Icon von Stuff. Dort kann ich den Inhalt von meiner Zwischenablage chronologisch sortiert auswählen. Ich nehme jetzt hier wieder diesen Text. Und dieser wird hier automatisch in dieses Feld eingefügt. Ja, jetzt möchte ich hier oben noch eine Überschrift hinzufügen. Und wie ihr euch denken könnt, wähle ich hier oben bei Stuff einfach wieder das Icon aus. Dann hier die Überschrift. Und diese wird eingefügt. Wenn wir wieder zurückgehen, dann sehe ich, ich möchte auch dieses Bild hier haben. Kann dieses auch markieren. Mit Command-C wieder in die Zwischenablage packen, rüberwechseln zu meinem Artikel, das Feld auswählen und jetzt kann ich natürlich mit Command-C, weil es noch eine Zwischenablage ist, das einfügen oder hier oben halt auswählen. Es wird leider kein Bild angezeigt. Und es wird hier eingefügt. Gut, das sind die Grundlagen von Stuff. Die ermöglichen euch halt, ja, relativ einfach mit Copy and Paste umzugehen und auch wenn ihr einmal was kopiert habt, ist es sozusagen immer wieder aufrufbar und ihr müsst es nicht nochmal kopieren. Ich wähle mir jetzt hier noch ein bisschen mehr Text aus, um euch noch was zu zeigen. So, und das hier vielleicht, hier drüben das noch. Gut, nun seht ihr, es ist hier ein bisschen unübersichtlich geworden. Und um das zu ändern, gibt es ein extra Fenster von Stuff, das öffne ich jetzt hier. Und hier habt ihr jetzt die Übersicht an Inhalten. Und da ich jetzt nicht mehr ganz genau weiß, wozu gehört dieser Text oder das vielleicht im Nachhinein noch gern wissen möchte, kann ich auf dieses Info, auf den Info-Button gehen und kann hier jetzt eintippen, wie ich mich daran erinnern kann sozusagen. Also eine Überschrift sozusagen. Okay, so, und jetzt wurde das hinzugefügt. Und wenn ich hier oben raufklicke, sehe ich halt, was geschah am 18. Oktober als Überschrift. Das vereinfacht mir das Ganze. Und hier zum Beispiel, das ist die Überschrift. So, das macht mir das Ganze einfacher. Und hier war zum Beispiel das Bild. Das möchte ich jetzt hier nicht mehr in der Zwischenablage haben. Das stört mich, das brauche ich nicht mehr. Kann ich einfach hier oben über Delete das rausnehmen. Eine weitere Möglichkeit ist zum Beispiel hier auf diesem Pluszeichen ein weiteres Clipboard hinzuzufügen. Der Vorteil ist, dass ihr mit mehreren Clipboards eure Inhalte besser verwalten könnt, aber wie ihr vielleicht eben auch gesehen habt, wird es euch ermöglicht, dieses Clipboard im Netzwerk auszutauschen. Das heißt, ihr habt zum Beispiel einen stationären Mac, das ist jetzt dieser Desktop hier, und ihr habt noch einen mobilen Mac, also ein MacBook. Dort installiert ihr auch Stuff und hier gebe ich jetzt dieses Clipboard frei
Und auf dem anderen Mac kann ich dann über Stuff auf dieses Clipboard hin, ja, drauf zugreifen. Wenn ich hier etwas kopiere, kann ich das sozusagen am anderen Mac direkt verwenden. Das vereinfacht einem die Arbeit, wenn man halt mit zwei Macs arbeiten muss. Dies ist eine sehr wichtige Funktion von Stuff, weil das so ein bisschen das die App von den anderen abhebt. Es gibt natürlich noch Einstellungen. Hier könnt ihr noch allgemeine Einstellungen zur Sharing-Option, also zur Netzwerk-Option machen. Könnt ihr einen Hotkey festlegen. Dann noch ein bisschen die Farben anpassen. Also die sind hier momentan nicht allzu gut gewählt, muss ich sagen. Da könnte man das jetzt doch also selbst anpassen, wie man das gern haben möchte. Ja, und es gibt noch erweiterte Optionen, wo ihr halt einstellen könnt, wie viel Inhalte, also ja, Copy and Paste Inhalte ihr gelistet haben wollt und so. Und ob es halt beim Start, beim Login starten soll. Das sind halt so die Standardsachen, die könnt ihr hier natürlich auch einstellen. Ja, so viel zu der App Stuff. Falls ihr Interesse daran habt, ihr könnt natürlich bei uns am Gewinnspiel teilnehmen. Es gibt ein paar Lizenzen zu gewinnen. Ja, ich hoffe, das Screencast hat euch gefallen, auch wenn er ein bisschen kürzer war. Und bis dann. Tschüss. Dieser Videopodcast wird Ihnen präsentiert von M-Store, Ihrem Apple Premium Reseller, 16 Mal in Deutschland. In Kooperation mit MXL, where great recordings begin.